Ab und an kommen für mich die Panzer der Briten etwas zu kurz auf meinem Kanal und das ändern wir heute. Daher herzlich willkommen und schön, dass ihr wieder mal dabei seid bei Let's Play World of Tanks mit einem Replay von Fruity, Freuty, keine Ahnung, was weiß ich, was diese neumodischen Zahlen da immer drin sollen. Mit seinem Centurion 7-1. Karte ist Highway und mit seinem Neuner ist er hier Top-Tier, Neuner, Achter und sogar Siebener. Die zwei Sechser-Scouts, die lasse ich erstmal raus. Ja, der Centurion ist ein mittlerer Panzer. Von der Geschwindigkeit ist er okay. Es gibt nach oben hin schnellere, aber er ist recht vernünftig. Und von dem her erfüllt er alles, was man als guter Allrounder machen kann und soll. Was immer toll ist bei den Briten sind die Kanonen. Hier 268 Durchschlag, 390 Schaden oder ansonsten zweimal hier HE bzw. Hash. Wie man sieht, ist ja immer so die Premium-Munition Hash oder häufig bei den Briten. Und da sind es dann 210 bzw. 480 Schaden. Ja, jetzt schauen wir mal, was er damit so reißen kann. Besonders schön an den Briten, dass man eigentlich eine sehr genaue Kanone auch aus der Fahrt hat. Also man muss da nicht immer komplett so auf Nummer sicher gehen, komplett eins zoomen, sondern es klappt auch mal ganz gut ohne. Vielleicht sehen wir das ja hier noch. Jetzt schauen wir erstmal, wie er hier durchfährt. Auf jeden Fall nimmt er hier den Mittelweg, um da einen etwaigen Insekt zu schießen, wie jetzt hier mit dem Objekt, aber da kommt er nicht drauf. Muss nach rechts aufpassen, dass da ein X da nicht rumkommt. Kommt jetzt gerade auf keinen drauf. Vielleicht fährt das Objekt nochmal so weit zurück, dass er gerade eben. Aber nee, der hat jetzt den Komet zerstört. Deswegen, der hat keinerlei Bewandtnis, erstmal zurückzufahren. Jetzt muss er aufpassen. Jetzt geht er von rechts nämlich auf. So, und jetzt heißt erstmal Geduld walten lassen. Jetzt nicht überpacen, sondern hier erstmal genau da warten, bis der Gegner kommt. Der T-54 schluckt da den Hit vom Jagdtiger. Und dementsprechend kann er da nochmal nachlegen. T-54 ist da schon gefühlt der Unglücksrabe mit dem ersten Hit. Oh, Kette. Das hätte er jetzt vorne aufs Laufrad buxieren sollen, um den Uni da zu ketten und ihn da daran zu zwingen, dass er zumindest noch mal reparieren muss. Komm, noch ein Stück, Uni. Stück. Nee. So. Noch ein Centurion, aber durch sein Durchfahren hat ihn das mehr gekostet, als ihm das wohl lieb war. Und der Centurion ist auch schon zerstört. Ja, der Winkel ist unmöglich dazu durchschlagen. Der kann ihn höchstens ketten. Aber Damage wird er so nicht anbringen. Da muss er den Winkel einfach verkleinern bzw. verändern. So, jetzt hat der Jagdtiger geschossen. Das heißt, er kann auf den Jagdtiger wieder schön auf die untere Frontplatte schießen. So, der Jagdtiger hat wieder geschossen, dementsprechend ist er jetzt am Zug. Hat hier viel Zeit zum Einaimen und kann den da rausnehmen. Kill numero uno. Das ist jetzt eine vernünftige Idee, den Uni dahin zu schießen. Uni hat ein bisschen zu schnell geschossen, dementsprechend hat er da nicht den sicheren Treffer landen können. Und jetzt auch nochmal der Uni hier ein bisschen verloren und jetzt auch raus. So, das Objekt, da kümmert sich der T-54 drum, da fährt aber mit drauf. Vielleicht kriegt er ja den Kill. Ne, der kriegt nicht mal den Damage hier, der T-54. Und jetzt rammen und ja, so kann man sich den Kill sichern. Sehr schön. Haben sie hier gut gemacht in der Stadt.
Ja, auch auf jeden Fall. Der AMX leider bisschen zu schnell im Rückmarsch und da hätte er vielleicht doch auf den VTU schießen sollen, aber gut, der hat sich jetzt erstmal so schnell auf den AMX konzentriert und der VTU ging danach auf. Ich glaube, das kann man wohlwollend sehen, dass er hier den Hit gesucht hat. Jetzt will er auch den Spot machen. Schön, dass er jetzt nicht hier hinten stehen bleibt und versucht zu snipen, sondern nein, er weiß, er ist Medium, er ist Top-Tier, da muss ich auch mal ein bisschen mehr zeigen. Finde ich sehr lobenswert. Da der Waffenträger. Waffenträger wäre natürlich jetzt entweder was für seine Hash oder natürlich auch für die HE, aber naja, never mind. Ist schon durch. Und jetzt der VTU nimmt ihn hier den Fahrer raus. Den muss er natürlich gleich wieder mal klar machen. Ati. Einaimen und schöner Roll. 410er Hits und passt. Langt für die Ati. Jetzt ist der Fahrer wieder da und jetzt geht's auf den AMX drauf. Der AMX ist jetzt in der Rückwärtsbewegung, der wird hundertprozentig im Reload gerade sein. Weil wenn ich so abhauen will, dann weiß ich genau, der lädt gerade nach. Der Rammschaden hier, ne, nicht mal. So, jetzt erstmal den rausgenommen. T43 und AMX M445 vor ihm. Und jetzt versteckt er sich hier sehr schön hinter dem Wrack. Kriegt damit den ein oder anderen Abpraller. Hier jetzt den AMX gut getroffen. Zwei Kills bräuchte rein theoretisch noch für den Krieger. Ja, einen hat er. Ist alles noch sogar möglich? Wow, 12. 12 Hitpoints. Komm schon, Junge, komm schon. Hol ihn dir, hol ihn dir, hol ihn dir. Und ja, er holt ihn sich wirklich noch. 6072 Schaden, 2000 sogar geblockt mit der Panzerung und 2200 unterstützt. Sehr feine Runde hat er gut gemacht. Auch seiner Rolle als Top-Tier ist er gerecht geworden. Ja, von dem her. Mir hat's gefallen. Ich hoffe euch auch. Wenn ja, lasst mir einen Daumen da. Bis zum nächsten Mal. Euer Alkaramba.